Der SSV Reutlingen wird Ihnen präsentiert von der Paravan GmbH in Pfronstetten-Archelau. Von der Basketball-Bundesliga in die Fußball-Oberliga Baden-Württemberg. Bei mir Jochen Klass, Trainer SSV Reutlingen. Der starke, spielstarke Aufsteiger Neckars Ulmer Sportunion zu Gast. 7 Spiele ungeschlagen, jetzt auch noch gegen Freiburg, gegen Tabellenführer gewonnen. Richtig harter Brocken. Ja, also in unserer Lage ist eigentlich momentan jeder Gegner schwer, weil wir einfach personell gerade gezeichnet sind. Aber wir haben letzte Woche schon bewiesen, dass wir auch kämpfen können und das wird man heute auch tun. 5 Spiele. Ja, in 2 Wochen, das ist ein Hammerprogramm. Das haben wir Wettbewerbsverzerrung und das ist ein Wort, das durchaus angebracht wäre. Nee, ganz so tragisch sehe ich es nicht. Ich meine, wir haben halt das Pech, dass wir ausgerechnet in der Phase jetzt auch nur noch 12 Spieler eigentlich haben und die fast immer durchspielen müssen. Ansonsten hätten wir auch mal rotieren können. Also Wettbewerbsverzerrung, wir müssen ja froh sein, dass wir im Pokal noch dabei sind. Ja, okay. So tragisch sehe ich nicht. Ich meine, da kommt halt alles zusammen, aber jammern hilft nicht. Wir müssen da durch, wir müssen über Kampf versuchen, die Punkte zu holen. Ja, Mittelfeld, das sieht immer ganz gut aus. Wenn man aber weiß, dass vielleicht 6 absteigen, ist es eine gefährliche Tabellensituation. Ja, ich gehe auch von 6 aus und wir wissen auch, dass wir Punkte brauchen, auch dieses Jahr noch. Ich bin mir sehr sicher, wenn wir ein paar Verletzte weniger haben, dass wir in der Rückrunde auch deutlich mehr Punkte holen. Aber wir müssen trotz allem heute, nächste Woche, wir müssen immer versuchen, das Maximale rauszuholen. Moral und Wille heute gefragt? Das ist bei uns jede Woche so und ich denke, wir haben jetzt hinlänglich auch bewiesen, dass wir den haben. Aber klar, natürlich, heute geht es auch wieder nur über Kampf und nur über Leidenschaft. Vielen Dank, Jochen, wir drücken die Daumen. In Anbetracht der Vorzeichen also alles andere als ein Spaziergang für die personell arg gebeutelten 05er. Da tut die Unterstützung der Fans gut, knapp 900 sollten es letztendlich an der Kreuzeiche sein. Eine gut angenommene Happy Day Aktion, initiiert vom Vorstand und Aufsichtsrat des Vereins, unterstreicht das Miteinander füreinander. Die Partie gerade mal 2 Minuten alt, Freistoß SSV, Daniel Seemann kitzelt die Latte. Danach passierte zunächst nicht viel. Die Gäste zeigten so nach einer Viertelstunde, warum sie derzeit die Oberliga aufmischen. Klasse Kombination über rechts, Magnus Haas behält jedoch die Übersicht und klärt vorm Einschuss bereiten Henrik Hogen. Freistoß Neckars Ulm und der tat weh. Zumindest Tom Schiffel, er konnte jedoch zum Glück weitermachen. Einmal schütteln, der Kader verlangt Nehmerqualitäten. Die Vorgaben klar, konsequente Zweikampfführung, die Basis für die Nadelstichtaktik. Daniel Seemann noch einen Tick zu spät. Der SSV zunehmend selbstbewusster und mit feinen Angriffen. Daniel Schachtschneider verdattelt hier noch, aber die Richtung stimmte. Von den Gästen nichts zu sehen. Reutlingen ruhig und besonnen mit gutem Aufbauspiel. Schaltstation Bobo Meier, Tom Schiffel mit feiner Flanke. SU-Goalie Susser segelt unten durch, Daniel Seemann nicht. Sagt Danke und nickt ein. Sein 4. Saisontreffer. Weil's so schön war. 23. Minute SSV 1, SU Keins. In dieser Phase ein bärenstarker SSV. Schachti verlängert, Seemann auf Uba Buike. Mensch Francis, den musste netzen. Oder Susser macht seinen Fehler wieder wett. Die 05er hat der Lüfte und nach vorne gingen die ab wie Schmidts Katze. Bobo Meier fällt hier allerdings eine Schuhspitze. Die Klassmannen unwiderstehlich. Klasse Zweikampfführung, klasse vorgetragene Angriffe. Maximilian Rohr, der überragend spielte, auf Wiederholungstäter Uba Buike. Was für eine Chance. Die Roten wollten, das zahlende Klientel quittierte es mit Applaus. Der SSV wie aus einem Guss. Francis auf Dani, der hatte nun Freude am Köpfen. Die folgende Sequenz ungeschnitten, Anschauungsunterricht. Tugend, Kampfgeist, Übersicht, Technik, alles war dabei. Was fehlte, war das Quäntchen Glück im Abschluss.
So macht Fan seinen Spaß. Die Hausherren spielten Neckarsulm an die Wand. Wieder mal Maxi Rohr mit purer Dynamik. Uba Buike auf Schachtschneider, der unnötigerweise mit Doppelpirouette abgelegt auf den Captain, doch der Bobo verzieht. Alles gut, nur die Chancenauswertung unterirdisch. Der Antreiber, die Seele der Mannschaft, Andreas Meyer. Der Ehrenrettung sei gesagt, einen in Blau haben wir dann doch noch. David Gotovac findet in 05-Keeper Marcel Knaus seinen Meister. Dann war Pause, schmeichelhafter Ein-Tore-Rückstand für die Gäste. Um es vorwegzunehmen, dass bei dem Pensum des SSV in diesen Tagen das Spektakel aus Hälfte 1 keine Fortsetzung finden würde, war nur allzu verständlich. Die Hausherren kämpften und rannten bis zum Umfallen, mehr war einfach nicht mehr drin. Der große Glanz fehlte inzwischen, man war jedoch immer Herr der Lage, hatte Neckarsulm im Griff. Letzte Aktion in einem zweiten Durchgang ohne Höhepunkte. Der Aufsteiger zwar etwas agiler, der SSV jedoch vor allem in puncto Einsatz tadellos kompromisslos. Die Vorgaben des Trainers somit zu 100% umgesetzt. Erst der Jubel, dann die Stimmen. Der Keeper bei uns, 1:0, Sieg, Arbeitssieg und ganz, ganz wichtig und verdient. Auf jeden Fall. Also ich denke, war wichtig, dass wir heute hinten mal wieder die Null halten. Und dann kannst du ein Spiel nicht verlieren. Und von dem her passt es gut, was wir heute gemacht haben, war gut. Hat mir gefallen. Ja, die Mannschaft hat auch spielerisch Akzente gesetzt. Ihr kommt ja auf dem Zahnfleisch daher. Auf jeden Fall, waren nicht sicher harte Wochen. Ich denke, wir haben auch viele Ausfälle und haben das super kompensiert. Also echt Respekt an die Mannschaft, war bockstark. Ja, ich denke, das war heute ein Arbeitssieg. Jetzt letzte Woche in Hollenbach, das haben wir heute vergoldet mit den 3 Punkten und mit dem Pokalsieg. Jetzt sehen wir wieder besser aus und so wollen wir auch weitermachen. Das Punktekonto wird immer dicker, aber der Kader wird immer dünner. Ja, das ist ja leider bei uns öfters so, dass viele verletzt sind, aber ich denke, wir kriegen immer 11 Leute zusammen und die hauen sich rein und wir sind froh, wenn die Verletzten zurückkommen, aber die, wo heute auch wieder da waren, das passt schon, das ist schon in Ordnung so. Tom Schiffel bei uns, ein Arbeitssieg und gerackert bis zum Umfallen. Ja, erstmal muss der Kampf kommen, dann kommt auch Spielerische wieder und heute haben wir uns belohnt erstmal. Ja, und das Spielerische, du hast es erwähnt, das war heute auch da. Einzigstes Manko, 2-3-0-Führung zur Halbzeit wäre drin gewesen. Ja, das war in den letzten Wochen immer unsere Krankheit. Müssen wir abstellen und dann fahren wir mit einem sicheren Sieg nach Hause. Und spannend, die Zuschauer nicht bis zum Ende. Wenn man den Gegner anguckt, der in den letzten Wochen richtig in der Liga die Gegner reihenweise da abschießt, auch gegen Freiburg 1-0 gewonnen hat, ist halt ein Gegner gekommen, der sehr spielstark ist, auch robust, eine ganz robuste Mannschaft. Und da muss ich ein großes Kompliment an die ganze Mannschaft machen. Auch die jungen Spieler, die von der A-Jugend heute eingewechselt worden sind, haben uns sehr geholfen. Ja, wir kommen auch, wenn man ehrlich ist, auf dem Zahnfleisch ein bisschen daher. Die letzten Wochen haben schon an den Kräften gezehrt. Aber da sieht man mal, wenn alle zusammen an einem Strang ziehen und alle 90 Minuten alles rausholen, dass wir gegen jede Mannschaft bestehen können und dass wir gegen jede Mannschaft auch ein gutes Spiel abliefern können. Aber da muss halt jeder auch 100% mitziehen. Und das war heute der Fall und deswegen haben wir heute 1-0 gewonnen. Das Haar in der Suppe vielleicht die Chancenauswertung? Ja klar, das müssen wir uns angreifen. Auch ich muss da das 2-0 machen. Dann ist es ein bisschen ruhiger. Aber nichtsdestotrotz haben wir bis zur 90. Minute kaum Torchancen von Gegnern zugelassen. Die Mannschaft hat gearbeitet, wir haben die unter Druck gesetzt, schon frühzeitig haben wir die am Ball gestört. Von daher, man muss halt immer Angst haben, dass wir in der 90. oder so irgendein so ein dummes Tor kriegen. Das ist bei uns leider oft der Fall, dass wir einfach dumme Gegentore kriegen. Aber heute muss man echt sagen, da hat jeder von anderen gekämpft und wir haben die Null gehalten. Und auf das lässt sich aufbauen die nächsten Wochen. Habe ich ja vor dem Spiel gesagt, es geht um Kämpfen, um Leidenschaft und nur so wird man punkten. Die Jungs haben alles gegeben, zu hinten raus war es noch ein bisschen eng, aber wenn man die Chancen sieht, denke ich, war es ein verdienter Sieg. Kämpfen und Leidenschaft, das eine. Das andere war zum Teil in der ersten Hälfte vor allem sehr schöner Offensivfußball. Ja, wir wollten schnell und zielstrebig nach vorne spielen, weil wir das als Chance ausgemacht haben gegen die Innenverteidiger, die doch recht langsam waren. Und das ging eigentlich voll auf, bis auf das, dass wir das zweite Tor nicht geschossen haben. Der SSV Reutlingen wurde Ihnen präsentiert von der Paravan GmbH in Pfronstetten-Eichelau.